Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und zwar zeige ich euch heute, wie man eine Süßbeerenfarm baut, die vollautomatisch funktioniert, und zwar mit Hilfe eines Fuchses. Die sieht dann ungefähr so aus und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Tutorial an. Das erste, was ihr braucht, ist eine 5x5 große Base quasi. Die mache ich jetzt hier mal aus Quarz, aber ihr könnt eigentlich jeden Block dafür benutzen. Das ist ziemlich egal. In der letzten Reihe lasst ihr den mittleren Block frei, davor stellt ihr eine Kiste und von hinten dann mit Rechtsklick und Shift einen Trichter ran. So werden die Items später eingesammelt. Und das nächste, was wir jetzt bauen, ist quasi das Schienensystem, durch das das Trichter-Minecart die Items auch aufsammelt. So machen wir dafür erstmal in diesen beiden Ecken hier einen Block, damit das Minecart dagegen fährt. Machen dann vor dem Block einen Redstone-Block und da oben drauf dann eine Power-Rail, oder zwei kann man auch machen, aber eine ist halt günstiger. Und dann verbindet ihr das alles so, dass es quasi eine Einbahnstraße wird, wenn man so möchte. Das ist halt hier, oh ne, nicht so, so, damit es halt quasi ein Weg ist. Und dann braucht ihr nur noch einen Trichter-Minecart, da haben wir es. Und stellt das erstmal hier irgendwo hin und gibt ihr ein bisschen Anschwung. Und das müsst ihr jetzt halt hin und her fahren, genau. Das sieht perfekt aus. Und genau darüber macht ihr jetzt eine 5x5 große Fläche mit Grasblöcken. Und das Trichter-Minecart fährt jetzt da quasi unter jedem Block einmal durch und kann so die Items auch aufsammeln, die da gedroppt werden. Und das Ganze umrandet ihr dann nochmal, wie gesagt, mit einem Block eurer Wahl. Es muss kein Quarz sein. So. Und das ist jetzt quasi die Anbaufläche. Hier tun wir jetzt die Beeren schon mal rauf. So. Wichtig, damit die Füchse später nicht rauslaufen, ist natürlich auch, dass ihr hier einen Zaun hinbaut. Oder in meinem Fall nehme ich jetzt hier einfach mal Glas. Aber wie gesagt, ihr müsst es, ne? Ja, Hauptsache, die Füchse kommen da nicht raus, das wäre ein bisschen blöd. Aber ansonsten ist das ziemlich egal, wie ihr das macht. So. Mache ich hier nochmal ein paar Säulen hin. Und dann wäre nämlich die Farm eigentlich soweit fertig. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist einen Fuchs fangen. Und das ist relativ einfach, wenn man weiß wie. Ich kann euch das mal zeigen. Wir nehmen mal einen Fuchs und was ihr dann noch braucht, ist eine Leine. So, wenn ihr jetzt irgendwo einen Fuchs in der Wildnis rumlaufen seht, dann könnt ihr ihn einfach mit der Leine anklicken und dann zieht er nämlich immer, oder wird er immer von euch hinterhergezogen. Und so könnt ihr ihn dann halt über irgendeinen Weg oder eine Verbindung, oh ne, so schon mal nicht, aber ist jetzt in Minecart? Nee, okay, das wär's gewesen. So, und so könnt ihr ihn dann, hopp, wenn ich's hinkrieg, okay. Ein bisschen schwierig. Okay, er ist gestorben, super. Auf jeden Fall, ihr müsst den Fuchs halt hier irgendwie reinkriegen, so. Und wenn ihr dann jetzt abwartet, bis die Pflanzen gewachsen sind und der Fuchs da durchläuft, dann werden die Items gedroppt, wie hier ungefähr. Nur hier ist jetzt kein Minecart, was das aufsammelt. Aber hier wäre dann ein Minecart, das das aufsammelt und... Warum steht das jetzt? Achso, wegen dem Fuchs, ja, okay. Wir müssen natürlich immer aufpassen, dass ein Minecart nicht irgendwie gestört wird durch irgendwas. So wie jetzt hier zum Beispiel. So, weil der Fuchs lag halt im Weg und er konnte das Minecart nicht weiterfahren, aber jetzt geht's wieder wunderbar. Und wenn jetzt die Sträucher gewachsen sind und der Fuchs da durchläuft, wie gesagt, droppen die Beeren und werden von dem Minecart eingesammelt und kommen dann in diese Kiste. So wie die anderen Items hier auch. Und das wäre eigentlich so die Farm, die könnt ihr natürlich unendlich groß bauen, aber ich meine, irgendwie braucht man die Beeren ja eh für nichts. Also ist es mehr so ein Accessoire quasi, was man in seiner Base vielleicht hat, weil man es cool findet. Aber naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal einen Hashtag Fuchs in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, haut rein und ciao.